Hallo und herzlich willkommen zu unserer 11. Folge heute. Genau, diesmal sprechen wir über das Thema Begegnungen mit anderen Hundemenschen. Auch wieder ein spannendes Thema. Ja, ich glaube, jeder von uns hat schon Begegnungen mit anderen Hundemenschen gehabt. Positive, nicht so positive. Ja. Und wir wollen einfach mal darüber sprechen, welche Begegnungen wir hatten. Genau. Wie wir sie gehandelt haben, was wir im Nachhinein vielleicht hätten anders machen können. Und ja. Wünschen euch ganz viel Spaß beim Anschauen von der neuen Folge. Bis dann. Herzlich willkommen zur 11. Folge. Ja, nach der Jubiläumsfolge. Ja, nach der Jubiläumsfolge. Wir hatten jetzt ein bisschen Urlaub. Hatten jetzt eine Woche keine Folge aufgenommen. Das stimmt. Jetzt neu in die nächste Folge rein, in die 11. Ja, mit einem spannenden Thema. Ich glaube, wir haben ja in der letzten Zeit auch beide nochmal Begegnungen mit anderen Hundemenschen gehabt. Wir wollten ja eh über das Thema sprechen. Mhm. Darüber haben wir ja, das haben wir schon angekündigt in der letzten Folge. Und passend dazu hatte ich irgendwie jetzt wirklich in der Zeit Begegnungen mit anderen Hundemenschen, wo ich dachte, okay, das muss ich unbedingt mit dir teilen. Ja, oder das, auch mit den Zuhörern. Das ist spannend, ne? Wenn man sich so festlegt auf ein Thema, dass da nochmal irgendwas passiert, was man irgendwie dann nochmal irgendwie teilen möchte oder dann auch nochmal irgendwie eine neue Sichtweise vielleicht auch bekommen hat auf das Thema. Deswegen, ja, interessant, dass du dann genau zwei Begegnungen hattest, über die wir dann heute sprechen. Ja. Ist auch schön, aus der eigenen Erfahrung mal raus zu erzählen, weil ich denke, viele Hundemenschen hatten das schon sehr, sehr oft. Also ja, das ist positive oder halt auch manchmal negative, aus dem man aber auch ein Learning gezogen hat natürlich. Also man kann es natürlich nicht immer nur negativ. Man lernt ja aus allen Begegnungen mit allen möglichen Menschen natürlich was für sich selbst. Aber das ist auf jeden Fall spannend, auf jeden Fall. Bin auch schon im Nachhinein gespannt, was alle anderen erzählen werden, was sie schon für Hunde-Mensch-Begegnungen hatten. Oh ja. Aber was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir, also die Erfahrungen, die ich jetzt gleich teilen werde, die ich in den letzten beiden Wochen gemacht, die waren halt nicht so schön. Mhm. Aber vielleicht können wir ja auch über die schönen Begegnungen mit anderen sprechen. Ja, das sowieso. Die es ja auch zum Glück viel, viel öfter gibt. Absolut. Und das ja auch wieder so ein Thema ist. Dass man eigentlich, also wirklich, ich würde sagen, 95% der Fälle treffe ich wirklich ganz viele tolle Menschen. Ja. Das vielleicht schon mal irgendwie vorab, um irgendwie positiv in das Ganze irgendwie voll zu starten. Man trifft so viele tolle Menschen durch Hunde. Soll ich gleich mal mit meiner Negativerfahrung starten? Ja, auf jeden Fall. Weil ich glaube, das, was ich gleich teilen werde, das ist so die Begegnung, die gefühlt jeder Hundehalter schon mal hatte und jeder kennt sie unter dem, der tut nix. Ja. Ne? Mhm. Der tut nix, die tut nix Hunde und so war das tatsächlich auch. Nala ist ja gerade läufig und riecht halt dementsprechend gut und ich bin halt mit ihr bei uns spazieren gewesen. Sie war auch angeleint, weil sie auch gerade wirklich mitten in ihren Stehtagen ist und dementsprechend andere Hunde auch selber gerade ganz toll findet. Und wir waren halt spazieren und ich sehe so einen kleinen West Highland Terrier, also diese Westies, die man... Mein erster Hund. Dein erster Hund. Das war nicht dein erster Hund, das aber war nicht mein erster die Rasse. Hund. Die Rasse, ja. Ja, genau. Cäsar-Hund. Cäsar-Hund, genau. Ich glaube, jeder kennt sie. Ich wollte früher auch immer einen haben und durfte keinen haben. Jedenfalls kam so ein kleiner Cäsarhund auf uns, also die Rasse spielt auch gerade gar keine Rolle, ne? Das war jetzt einfach nur aus der Situation heraus. Der kam halt auf unserem Spaziergang direkt auf uns zugerannt. Also der hat uns gesehen und dann flitzte der los, ne? Und ich sehe so, weiß ich nicht, ich bin schlecht im Schätzen, aber die Halter waren halt schon weit weg. Mhm. Der kam auf uns zugerannt und ich habe gedacht, oh mein Gott. Wie mache ich das jetzt? Ne? Und habe Nala hinter mir abgesetzt und mich vor sie gestellt, weil ich sie halt schützen wollte, weil sie ja, wie gesagt, gerade läufig ist und ich nicht wollte, dass irgendein Hund irgendwie sie, ja, bedrängt. Genau, bedrängt ist ein gutes Wort. Na, jedenfalls kam der an und ich habe mich halt vor sie gestellt und habe ihn weggeschickt. Ne? Also ich war wirklich so ab, geh. Ne? Und er war so, ist mir scheißegal, was du mir sagst, ich möchte trotzdem an deine Hündin ran, ja. Und dann rief ich halt zu den Besitzern, also die waren zu zweit unterwegs, ob sie ihren Hund zurückrufen können. Und dann kam halt so, ja, der tut nichts. Mhm. Und dann sage ich so, ja, meiner aber. Mhm. Also ich wusste, sie macht nichts, ich kenne sie ja. Und
Aber ich dachte, dass wenn ich sage, meiner tut was, dass sie dann denken, okay, dann sollte ich meinen Hund vielleicht wirklich mal zurückrufen. Ja. Ne? War aber überhaupt nicht der Fall. Jedenfalls ist das passierte, was ich nicht wollte. Der Hund fing halt an, Nala zu bedrängen. Ne? Mhm. Ich halt wirklich ihn auch weggeschoben, ne? Dass er nicht permanent hinten an ihr dran klebt. Ja. Und habe zu dem Besitzer nochmal gesagt, leihen Sie jetzt bitte Ihren Hund an, rufen Sie ihn zurück und leihen Sie ihn an. Und die in einer Seelenruhe, na, der will doch nur spielen. Das ist so, ich glaube, diesen Spruch Alter. Hat wirklich jeder schon mal gehört. Ja, wirklich. Ja. Und ich meine, ich habe ja einige Hundebegegnungen schon erlebt als Hundehalter und man hat ja, weiß ja auch, dass die ganz oft nicht einfach nur spielen wollen. Mhm. Und der war wirklich penetrant. Also der hat sich ja von mir auch überhaupt nicht beeindrucken lassen. Und jedenfalls kamen die dann auf uns näher und meinten, ich soll mich jetzt nicht so echauffieren. Ich muss auch sagen, ich war wirklich angry. Also ich war wirklich wütend über die Situation. Es hat mir überhaupt nicht gepasst. Und das Schlimme fand ich auch, dass ich wirklich mehrmals wiederholt habe, was ich möchte, die auch sehen, dass ich ihren Hund ja auch versuche wegzuschicken und das von deren Seite, es war nicht mal der Versuch, da den Hund zurückzurufen, sondern es war einfach so, la la la, ich gehe den jetzt holen. Mhm. Und ich war halt dementsprechend wütend und dann kamen die an, haben ihren Hund angeleint. Das hat sie dann gemacht und meinten, ja, ich soll jetzt mich gar nicht so echauffieren und ich hätte ja keine Ahnung von Hunden, weil die regeln das schon unter sich. Mhm. Und dann gingen bei mir so alle Alarmglocken an, weil ich mir einfach nur so dachte, okay, wie reagierst du darauf jetzt? Mhm. Und erst habe ich so überlegt, sagst du denn jetzt, dass du auch Hundetrainer und Dogwalker bist, dass du schon ein bisschen Ahnung hast, also auf jeden Fall mehr als die beiden? Dann dachte ich so, okay, auf die Diskussion brauche ich mich nicht einlassen, weil das offensichtlich auch Menschen sind, die einfach rücksichtslos sind, anscheinend auch in dem Moment keine Verantwortung für ihren Hund übernehmen wollen. Ja. Und dann wollte ich sie aber wenigstens nochmal darauf hinweisen, also das habe ich ignoriert, was sie da gesagt haben, aber ich wollte sie wenigstens nochmal darauf hinweisen, dass hier eigentlich generell Leinpflicht ist. Mhm. Also da sind auch zig Spielplätze drumherum gewesen. Das ist halt so ein, ja, so ein riesen Freizeitunterholungszentrum hier bei uns in Berlin, in der Wuhlheide. Ja. Und auf den Hinweis, dass hier generell Leinpflicht ist, wurde mir dann gesagt, ich soll die Fresse halten. Oh, wow. Und also dann, richtig respektlos. Also richtig respektlos und ich war ja eh schon wütend. Mm. Und dann, das triggert einen. Und dann noch so war es, ich wusste in dem Moment, ich war so platt, ich konnte gar nichts sagen und habe nur verdutzt geguckt. Und daraufhin kam dann noch ein, ja, guck nicht so blöd. Oh Mann. So traurig, dass in dem Moment sowas dann so geklärt werden muss, ne? Und ich war so völlig, also wenn ich schon wieder darüber rede, ich schon wieder reinsteigern. Ich spür's total. Weil ich mir einfach denke, was ist denn los? Ja. Und ich bin dann, die sind dann auch gegangen und ich habe mich dann mit Nala erstmal auf die nächste Bank gesetzt und musste einfach mal kurz runterfahren. Mhm. Und ich habe erst überlegt, ob ich Carsten anrufe, um meinen Ärger loszuwerden. Und dann dachte ich so, nee, wenn du es ihm jetzt erzählst, dann steigerst du dich nur noch mehr rein. Ja. Setz dich jetzt einfach hin, atme mal kurz durch, komm ein bisschen runter. Und das haben wir dann auch gemacht und ich habe dann auch den Carsten nicht angerufen und ich bin dann irgendwann, als ich mich ein bisschen beruhigt habe, wieder zurückgegangen, also oder weitergegangen und habe dann mit Nala noch, wir hatten Futtersuchspiele gemacht, ich hatte den Beutel mit und so und wir hatten dann eine richtig schöne Zeit und ich habe es dann tatsächlich für den Moment auch vergessen, aber dann kam ich nach Hause und habe das Carsten halt wieder erzählt. Ja. Und ich kam wieder in diesen Modus rein, wie gerade eben, dass es mich einfach immer noch aufgeregt hat. Ja, was hat das in dem Moment bei dir getriggert? War das so einfach Respektlosigkeit von anderen Menschen gegenüber oder einfach so dieses Rücksichtslose? Es war einfach die komplette Situation, dass ich ein Bedürfnis habe als mein Hundehalter. Mein Hund ist angeleint, ich möchte keinen Kontakt haben und ich muss mich ja als Hundehalter auch einfach nicht rechtfertigen, warum ich keinen Kontakt haben will. Ne? Weil früher... Ja. Habe ich mir dann noch, weil Carsten hat dann zum Beispiel auch gesagt, naja, hättest du doch sagen können, die hat Flöhe oder irgendwas. Aber ich denke mir immer so, ich muss den Grund nicht sagen, warum ich keinen Kontakt haben will. Ich habe meine Gründe, aber die gehen niemandem was an. Für mich war es halt, okay, Nala ist läufig. Ich weiß, dass sie gerade extrem gut für andere Hunde riecht und möchte sie einfach nicht an der Leine bedrängen lassen, sich von anderen Hunden. Ja. Naja, jedenfalls hat es mich getriggert, dass ich mein Bedürfnis gesagt habe, ich möchte es nicht. Und es ist ja, weißt du, es gibt ja die Hundemenschen, die dann einfach sagen, hey, ja, tut mir leid, ich rufe ihn zurück oder zumindest ich komme, leine ihn an. Aber die waren ja wirklich so,
in einer Seelenruhe, von wegen voll uneinsichtig. Also so, die haben gar kein, also für die gab es kein Problem. Ja. Und ich finde es verantwortungslos mir und meiner Hündin gegenüber, aber auch einfach dem eigenen Hund. Ja. Weil ich habe ja sogar noch gesagt, meiner tut aber was. Und ich meine, es war nicht der Fall. Ja, aber was aber es gibt ja Hunde, die in so einer Situation anders als eine Nala reagiert hätten, ja, die vielleicht wirklich einfach die Situation anders geklärt hätten, als Nala das war. Ne? Ja. Du kannst halt immer nicht reingucken in die Geschichte von Menschen oder anderen Hunden. Du weißt nicht, warum in dem Moment die Person ihren Hund an der Leine hat, warum der Hund einen Maulkorb trägt, warum dies und warum das. Also egal, ob es mit Menschenbegegnung ist oder Hundemenschenbegegnung, du weißt es voll nicht. Und es ist so wichtig, gegenseitigen Respekt zu zeigen und die Situation einfach, ja, einfach auch irgendwie analysieren zu können, beziehungsweise zu wissen, okay, die oder der hat seinen Hund an der Leine, das wird einen Grund haben, dann ziehe ich mich zurück, beziehungsweise nimm meinen Hund dann auch zu mir. Ja, und übernehme einfach Verantwortung für meinen Hund und lass den nicht einfach durch die Welt ziehen, der kann machen, was er will, ohne Rücksicht auf Verluste. Und ich meine, ich glaube, die Einsicht kommt bei solchen Menschen dann vielleicht wirklich erst, wenn was passiert ist. Und das Schlimme ist aber, dann ist halt der andere Hund der Blöde, weil er vielleicht wirklich gebissen hat. Ja. Aber die ganze Kommunikation vorher, die hat halt keiner gesehen. Ne? Ja, und wie man so blauäugig seinen Hund durch die Gegend, ich kann ja nicht mal sagen, ob der abrufbar gewesen wäre, weiß ich nicht, weil die haben es ja gar nicht erst probiert. Vielleicht aus dem Grund, dass sie wissen, er wäre sowieso nicht gekommen, oder vielleicht haben sie ihn einfach wirklich laufen lassen, weil sie einfach dachten, ja, der will nur spielen, der tut nichts und die regeln das schon unter sich. Ja. Es gibt ja Menschen, die das wirklich einfach immer noch so denken. Und es gibt ja die unterschiedlichsten Gründe, warum ein Hund angeleint ist und warum Hunde kein oder Menschen mit einem angeleinten Hund einfach keinen Hundekontakt. Ne? Das kann Nalasläufigkeit zum Beispiel sein. Ne? Oder der Hund ist wirklich krank. Ja. Ne? Oder der Hund... Mal an, dein Hund hat Flöhe, wirklich Flöhe. Oder halt wirklich Flöhe. Hundekontakt über teilweise Monate. Ich hatte dieses Tierarztgespräch letztens. Ja. Wenn das wirklich lange dauert, ein langer Prozess ist, bis die Flöhe wieder weg sind, dann darf der Hund so lange eigentlich keine Hunde sehen. Keine Hunde, genau. Ja. Und, oder der hat Giardien oder der hatte gerade eine OP und ist vielleicht einfach nicht in der Lage irgendwie... Oder verletztes Bein, irgendwas. Irgendwas. Es gibt ja wirklich die unterschiedlichsten Gründe. Oder er hat halt einfach ein Thema mit Hundebegegnungen an der Leine. Oder er ist gerade im Training. Genau, oder er ist im Training, was weiß ich. Und ich finde, niemand müsste sich eigentlich dafür rechtfertigen, warum sein Hund angeleint ist. Also, wenn wir mal irgendwo sind, und sei es der Grunewald, was ja eigentlich ein Hundeauslaufgebiet in dem Sinne ist, ne? Und ich finde, selbst in so einem Gebiet gibt es leider Menschen, die der Meinung sind, das ist nur ein Auslaufgebiet, deswegen kann mein Hund hier frei rumlaufen und dann kann er machen, was er will. Ja. Und ich finde einfach, Kommunikation ist in so einer Situation alles. Ja. Also wenn ich sehe, okay, da kommt ein anderer Mensch mit seinem Hund, der ist angeleint, dann ist das, was wir machen, den Hund zurück, also unseren eigenen Hund zurückrufen, auch anleihen. Das finde ich, ist für den anderen auch immer schon mal so ein Zeichen. Hey, wir haben euch gesehen, wir gehen euch auch aus dem Weg, ne? Ja. Und dann kann man ja immer noch mal sprechen, hey, ne, manchmal siehst du ja, okay, die sind schon interessiert aneinander, wollen wir den Kontakt zulassen, dann kann man die Leine ja auch wieder abmachen zum Beispiel, ne, wenn es gerade die nicht an der Straße ist oder so. Aber oder man geht halt einfach einen Bogen. Ja. Ich finde auch gerade im Hundeauslaufgebiet, ich finde es auch irgendwie total unfair zu sagen, da dürfen dann nur Hunde freilaufen, weil es gibt halt Hunde, die sind zum Beispiel gerade neu in Deutschland angekommen, keine Ahnung, die sind aus dem Tierschutz, die sind aus dem Tierheim in Berlin, wo auch immer her, und die wollen natürlich auch anderen Hundekontakt haben, aber die kannst du vielleicht noch nicht frei machen, weil ängstlicher Hund noch nie frei gemacht, die sind im Training, was weiß ich. Dann finde ich es irgendwie auch total unfair zu sagen, okay, das ist jetzt ein Hundeauslaufgebiet, aber wenn du deinen Hund an der Leine hast, hast du Pech, ich hole meinen Hund nicht zurück, weil mein Hund, klar, darf hier frei laufen, dafür ist das Hundeauslaufgebiet da, aber ich finde trotzdem, also wenn ich jetzt im Hundeauslaufgebiet bin und da ist ein Hund angeleint, dann weiß ich, das hat einen Grund, warum dieser Hund angeleint ist. Und wenn Monty dann zu dem Hund geht und ich sehe jetzt zum Beispiel, der kann halt nicht spielen, weil er jetzt gerade an der Leine ist, dann ich ziehe Monty dann zurück, weil ich halt sehe, hey, pass auf, das ist gerade unfair für den anderen. Klar, dann nehme ich Monty auf jeden Fall zurück. Und dann gibt es natürlich Leute, die werden dann eher so, ja, Moment mal, also das ist ein Hundeauslaufgebiet, mein Hund darf hier machen, was er möchte. Ja.
Und dein Hund ist doch angeleint, ist doch dein Problem. Und das sehe ich halt nicht so. Jeder hat einen Grund, warum er an der Leine ist. Absolut. Ja. Ich hatte tatsächlich auch mal eine Begegnung. Das war, also er war wirklich nett, aber er hat auch was in mir getriggert. Das war bei uns hier ums Eck im Pankow und ich war halt die Morgenrunde. Wir waren, glaube ich, auf dem Feld und sind dann zurückgelaufen zum Haus. Das heißt, ne, dann parken wir halt und laufen noch ein Stück zurück. Und dann kam uns ein Mann mit seinem Hund entgegen. Ich glaube, Hund oder Hündin. Monty hätte sie auf jeden Fall gemocht. Der hätte auf jeden Fall auch mit der gespielt, safe. Aber wir sind ja auch im Training gerade. Und wenn wir an der Leine sind, ne, dann klicke ich natürlich immer die Hundebegegnung. Das hatten wir zusammen ausgearbeitet, dass er das einfach positiv verknüpft und nicht zu anderen Hunden hinzieht an der Leine. Und das üben wir natürlich. Und vorher ist er freigelaufen und dann sind wir halt zurückgelaufen. Dann ist er bei mir an der Seite gelaufen. Ja. Und der kam mir entgegen und die Hündin wollte auf ihn zu. Der war frei, also Hund oder Hündin war frei, wollte auf uns zu. Und Monty wollte hinziehen. Klar fand die Hündin oder den Hund halt ganz cool. Und ich war aber mit Monty an der Leine und das war kurz vor der Straße. Also da hätte ich ihn auch nicht frei gemacht und schon mal gar nicht, wenn er dann schon zu ihr hinzieht, wenn ich ihn dann frei mache. Das ist ja dann überhaupt kein Lerneffekt dann in dem Moment. Und wir waren ja eh auf dem Weg gerade nach Hause und dann sagt er irgendwie zu mir, na lassen Sie doch Ihren Hund spielen. Und dann sofort so vorwurfsvoll, als würde ich meinen Hund nie spielen lassen und wäre total die Rabenmama. Er hat es nicht so böse gesagt, sondern die wollen doch spielen, er will doch nur spielen so. So als ob ich es ihm gerade verwehrt zu spielen. Und dann habe ich es ihm mal erklärt und gemeint, hey, pass auf, hier ist auch die Straße, ich kann ihn hier nicht freimachen. Das ist cool, dass du das mit deinem Hund kannst, aber ich kann das hier nicht machen. Monty würde mir auf die Straße rennen und nee, das funktioniert einfach nicht. Ich will das nicht. Das war zum Glück ein guter Punkt, weil ich hatte schon davor, also vor 2 Jahren hatte ich meine Hunde Mensch begegnet und die war leider nicht so schön. Ich habe da echt draus gelernt und habe echt angefangen, erstmal tief durchzuatmen, kurz zu überlegen, nicht extrem aus der Emotion heraus zu reagieren, sondern das wirklich nett zu erklären, damit es nicht eskaliert. Das habe ich in dem Moment auch gemacht. Ich dachte so, hey, pass auf, das hat er vielleicht gar nicht böse gemeint. Er hat es wirklich auch nett gesagt, nicht vorwurfsvoll, deswegen war es okay. Richtig gut. Und dann habe ich kurz durchgeatmet und dachte, hey, ich erkläre es ihm jetzt einfach lieb. Aber er erklärt, ja, du, wir sind im Training und ich kann Monty halt nicht in der Straße freimachen. Und klar, die würden jetzt gern zusammen spielen. Vielleicht sieht man sich ja irgendwann nochmal irgendwo, wo die mal zusammentun können. Aber jetzt gerade ist halt schlecht. Und er hat sich dann auch bei mir entschuldigt und meinte dann, hey, es war gar nicht vorwurfsvoll gemeint. Ja. Er hatte nur einfach das Gefühl, dass die beiden zusammen spielen wollen. Und das war total cool. Da haben wir uns verabschiedet und sind gegangen. Und das war dann so, hey, das hätte jetzt in eine ganz andere Richtung gehen können. Ich hätte das jetzt zum Beispiel so aufnehmen können, wie ich erst dachte, dass ich es aufgenommen habe und hätte voll aus der Emotion heraus reagieren können. Und dann wäre es eskaliert vielleicht. Wer weiß. Weil er sich dann hätte angegriffen gefühlt, weil ich ihn vielleicht zickig angesprochen hätte, wer weiß. Ne? In dem Moment ist es eine voll gute Richtung gegangen. Ich bin dann heim, dachte mir, okay, der hat es verstanden und es war irgendwie voll gut. Ja. Und vor 2 Jahren hatte ich aber halt auch schon mal so eine Begegnung wie du. Also das ist richtig eskaliert so. Ich bin ja voll der harmoniebedürftige Mensch, aber in dem Moment habe ich mich einfach so getriggert gefühlt. Es war einfach so, ich fand es voll ungerecht in dem Moment, weil man muss ja auch mal sehen. Was ist denn passiert? Weil das erzähle ich gleich. Ich wollte nur sagen, man sieht ja immer nur eine Momentaufnahme, wenn du jemanden triffst. Also du weißt ja gar nicht, was steckt dahinter. Sind die im Training? Wie oft darf der Hund frei rennen? Hat der vielleicht das beste Leben der Welt und ist jetzt gerade nur kurz an der Leine? Und selbst an der Leine Gassi gehen ist ja kein, also um Gottes Willen, das ist ja nicht negativ verknüpft. Genau. Aber denken tatsächlich manche so. Ja. Und das ist ja nicht so. So Monty hat ein total gutes Leben. Wir gehen jeden Tag aufs Feld und hier, wenn wir im Park laufen, ist er halt an der Leine. Und da kam auch ein Hund auf uns zu und ich habe voll nett zu ihm gesagt, hey, kannst du vielleicht einen Hund anleihen? Ich glaube, ich habe ihn sogar gesiezt. Können Sie vielleicht Ihren Hund anleihen? Wir sind im Training. Nicht reagiert. So, Entschuldigung, können Sie bitte Ihren Hund zurückrufen? Will ich jetzt gerade nicht. Ich wusste auch nicht, ob der unkastriert ist. Ich habe ihn dann schon so ein bisschen zur Seite genommen. Und dann hat er gemeint, nö. Ganz frech nö zu mir gesagt. Und dann dachte ich schon so, hä, was ist das denn? Mega unfair. Und dann meinte ich 5-mal zu ihm, können Sie jetzt bitte Ihren Hund zurückrufen? Jetzt ist ja eh schon zu spät, jetzt ist ja eh schon bei Ihnen. Dachte ich mir, ah, das ist ja ganz toll. Und dann habe ich richtig gemerkt, wie es voll in mir brodelt. Und habe ich mega aus der Emotion herausreagiert. Ich bin richtig wütend geworden, weil ich es einfach so... Guck, das ist so krass, wenn man davon erzählt. Das sprudelt wieder richtig hoch. Ne? Das war einfach so eine... Das war einfach frech in dem Moment. Und er hat dann angefangen... Ich habe ihm ja gesagt, hey, wir sind im Training. Wenn wir in der Leine sind, wollen wir keinen Hundekontakt. Und dann hat er sowas gebracht wie, na, scheint ja gut zu klappen mit dem Training, wenn ihr Hund nie freilaufen darf. Und also so auf die Schiene, weißt du? Wo man sich so denkt, wow, du siehst gerade eine Momentaufnahme aus meinem Leben.
du hast überhaupt keine Ahnung, wie sehr ich den Herrn Fluffs liebe und wie ich alles für ihn mache. Und unfair, dass du gerade so tust, als ob ich eine Rabenmama wäre. So, das war richtig. Also dich böse. Hat's getriggert, das hat mich richtig getriggert, dass er gesagt hat, dass er nicht spielen darf und dass er keinen Freilauf hat. Dass er keinen Freilauf hat. Weil er gerade sieht, dass du mit ihm das Training nicht funktioniert, obwohl es mich überhaupt nicht hätte, also jetzt im Nachhinein, mich überhaupt nicht hätte treffen sollen, weil ich weiß ja, was ist und wie gut es Monty hat und wie gut wir miteinander sind und wie gut es klappt. So. Aber trotzdem, in dem Moment triggert es dich einfach. Mhm. Und das war halt vor 2 Jahren und dann kam ich auch heim. Also wir haben uns dann noch ein bisschen angeschrien und ich kam dann heim und ich war so, wow, was für eine Begegnung. Mhm. Und ich muss echt sagen, seitdem, das war so voll das einschneidende Erlebnis, habe ich dann echt angefangen, echt vorher mal richtig zu atmen, um nicht sofort nach vorne zu schießen. Weil in dem Moment war ich so, okay, stopp, getriggert und sofort irgendwie was gesagt. Mhm. Und klar, ich sage meine Meinung, aber in einer freundlichen Art und Weise. Also ich versuche es halt nicht eskalieren zu lassen. Selbst wenn dann jemand zu dreist ist, okay, dann gehe ich. Mhm. So, dann atme ich kurz durch und denke mir, okay, ich muss nicht noch was sagen. Ich gehe jetzt einfach mit Monty aus der Situation heraus, weil ich auch merke, dass das mir extrem viel Energie kostet. Aber ich finde, und genau das ist ja der Punkt, du hast natürlich absolut recht, dass du sagst, okay, du atmest kurz durch und gehst dann aus der Situation raus. Mhm. Aber ich finde, genau da liegt ja oft dieses, dass man gar nicht aus der Situation raus kann, weil ja eben der andere Hund da ist, ja, der halt gerade, also dessen Halter halt gerade einfach nicht möchte oder nicht in der Lage ist, seinem Hund zu vermitteln, dass er da jetzt nicht hin darf. Ja, ja, das stimmt. Ne? Und, wenn die frei sind, genau, klar. In so Situationen ist es dann schwierig, wenn der Hund nicht ablässt. Ne? Genau. Genau, das ist schwierig. Ich meine, es ist eine Situation, wo, keine Ahnung, was weiß ich, wo man ist, aber wo man theoretisch gehen könnte. Man könnte jetzt nochmal reingehen und auch die Person einreden, aber in dem Moment, es kommt einfach nicht an. Es kommt nicht an. Die Leute sind teilweise nicht belehrbar. Es gibt die Guten, also was heißt die Guten? Ich sage ja nicht, dass die anderen böse sind, um Gottes Willen. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber es gibt ja Leute, die sich im Nachhinein trotzdem selber reflektieren und das auch annehmen, was du sagst. Was ich richtig gut finde, was du gesagt hast, war so dieses einfach mal kurz durchatmen, weil das hilft einem ganz oft in dem Moment, einen klaren Kopf zu bewahren und einfach mal kurz zu überlegen, was mache ich denn jetzt? Ja, ja. Weil es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, was du auch als Mensch sozusagen machen kannst, wenn da wirklich ein Hund auf dich loskommt. Ja. Und es gab schon Situationen, die hatte ich auch beim Dogwalk, da kommt halt aus dem Nichts ein Hund angeschossen, aber es ist auch kein Halter zu sehen, der, mit dem du kommunizieren kannst, weil gar keiner da ist, wo du dich fragst, wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Wo es auch gefährlich werden kann, natürlich. Ne? Ja. Und da habe ich mir fürs Dogwalken tatsächlich 2 Strategien angeeignet oder 3 sogar. So, gehst du erstmal so deine Strategieliste im Kopf durch? Welche wende ich an? Ja, das ist, also als erstes ist natürlich, wenn ich sehe, da kommt wirklich ein Hund auf uns zu, dann ist es schon das Erste, was ich mache. Da kriege ich schon so ein Wow. Ja. Hau ab. Ja. Ne? Und dann ist das Erste, was ich immer versuche, den anderen Hund wegzuschicken. Ja. Ne? Also wirklich klar zu sagen, und meistens fühlst du es ja in dem Moment auch, zu sagen, hey, ab mit dir. Ja. Und es gibt wirklich Hunde, die dann sagen, okay, dann gehe ich halt wieder so. Beeindruckend, ne? Ciao. So, okay, das ist mir noch nicht so oft passiert. Ja, ja, genau, da habe ich nicht mit gerechnet. Soll, ne? Ja. Oder manchmal ist es ja auch so, dass ein Hund angerannt kommt oder so und dann sieht er, okay, bist mit mehreren Hunden unterwegs, dann bleiben die ja teilweise auch selber stehen. Ne? Das ist natürlich auch ein guter Moment, wo du noch mal kurz Zeit hast, deine anderen Hunde auch anzuleihen und so weiter und so fort. Ja. Aber es gibt halt auch die Hunde, die das erstmal nicht interessiert, wenn dir jemand sagt. Ne? Und da habe ich wirklich auf so einer Dogwalking-Tour so eine kleine Wasserflasche mit. Mhm. Die kam noch nicht oft zum Einsatz, aber es gibt so einen Hund bei uns, da wo ich immer laufe zum Dogwalken, der ist auch schon bekannt, weil der haut auch immer von zu Hause ab. Oh. Der geht da rumstreunern und wenn er halt eine Hunde sieht, dann will der da halt hin. Mhm. Und der lässt sich halt gar nichts sagen. Mhm. Und dem spritze ich dann vor die Füße und das ist schon so, okay, dann tschüssi. Ne? Also, oder was man halt auch machen kann, aber da ist halt immer so diese Sache mit, ich weiß denn nicht, ob ein Hund eine Allergie hat oder so,
dass wenn du die Möglichkeit hast, deine Hunde oder deinen Hund wirklich mal kurz hinter dir zu platzieren, dass die da einfach bleiben, weil das musst du ja auch erstmal handeln, dass dein eigener Hund oder deine eigenen Hunde das jetzt nicht selber übernehmen wollen, ne? Dass man dann hey, vielleicht einfach sagt, stopp zu dem anderen und dann vielleicht irgendwas, ein Leckerli schmeißt oder so, weil manche Hunde lassen sich davon ja auch beeindrucken und gehen dann erstmal eine Runde schnüffeln und das verschafft dir ja auch Zeit in dem Moment. Ja, gerade mit so vielen Hunden. Ja, die Situation wirklich zu verlassen. Ja, ja. Ne? Dass du einfach ein bisschen mehr Zeit für dich gewinnst. Mhm. Ne? In der Regel ist natürlich das Beste, wenn du den Halter siehst und einfach mit ihm kommunizierst, können sie den Hund abrufen und manchmal klappt das ja auch. Ja. Nee, ich meine, um Gottes Willen, also mir ist es ja auch schon mal passiert mit Monty, dass er, da war eine Dogwalk, hat mir Monty hingerannt. Oh, das hat mir so leid getan, wirklich. Und es kommt halt einfach immer darauf an, wie du so eine Situation klärst. So, ich hätte jetzt eine Scheißegal-Einstellung haben können, so bin ich aber nicht. Ich habe mich total bei ihr entschuldigt. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen und ich wusste auch, wie blöd das war. Das hat mir richtig leid getan. Dann bin ich sofort hingerannt wie eine Verrückte, bin angeleint, bin gegangen, habe mich natürlich noch entschuldigt vorher. Ja. So. Es kommt einfach darauf an, wie so eine Situation geregelt wird. Absolut. Also mir ist es ja auch schon passiert beim Dogwalk, auch mit Nala, als sie noch jünger war, ne, dass sie einen anderen Hund gesehen hat und dann einfach direkt gesagt hat, ja, okay, da will ich jetzt hin. Und der Rückruf war halt noch nicht so gefestigt, dass ich sie hätte abrufen können. Ja. Oder halt auch beim Dogwalken, dass ein Hund einen anderen Hund gesehen hat und auch zu den anderen Haltern hinrennen. Und das tut mir auch richtig leid, das ärgert mich dann auch immer selber. Aber da bin ich auch die Erste, die sich voll entschuldigt und sagt, hey, das tut mir leid, ist wirklich nicht in Ordnung. Auch nachfragt, ist alles okay, auch mit dem anderen Hund, geht's euch gut? Ja. Dann sagen die meisten, ja, alles gut, ist ja nichts passiert oder. Aber das Wichtige ist, finde ich, zum einen, dass man sich natürlich entschuldigt, aber auch sich und seinen Hund auch einfach nochmal selber reflektiert, sind wir denn so weit, dass wir hier spazieren gehen können ohne Leine? Ja. Ne? Oder dass dann ne, so eine Hunde, wo das passiert, da weiß ich halt, okay, der kommt halt wieder an die Schleppleine, wird halt erstmal frei aufgenommen, wir müssen das festigen, Impulskontrolle, nicht nur, weil ein anderer Hund da ist, startest du durch, sondern bleibst halt erstmal hier. Ne? Es gibt ja auch beim Dogwalken oder auch privat Leute, die einfach höflich fragen, hey, dürfen wir Kontakt haben? Ja. Das habe ich ja auch schon vorhin kurz erwähnt. Und dann ist es ja auch völlig in Ordnung. Ja. Auch beim Dogwalken ist es mal so, dass ich das schon zulasse, dass auch ein Hund zu uns kommen kann. Ne? Wenn sie gerade nicht angeleint sind zum Beispiel und wir auf einer Wiese sind, da kommt jemand vorbei und fragt, können wir mal Hallo sagen kommen? Mhm. Dann sage ich auch manchmal, ja, ist okay, weil ich das immer so abhängig mache, auch welche Hunde ich dabei habe, wo ich weiß, wo kann ich das machen. Ja, klar. Oder. Genau. Ja, ich finde es auch immer schön, wenn man gegenseitig einfach den Respekt zeigt und irgendwie so nachfragt. Auf unserem Feld, da sind auch manchmal Leute unterwegs, ein paar kennt man auch schon und bei ein paar hast du auch so ein Gefühl, auch die haben irgendwie auch Lust und dann nur fragt man so, hey, und dann spielen sie halt zusammen dann eine Runde auf dem Feld. Aber es ist halt irgendwie kontrolliert und es ist nicht so, dass Monty vorher schon so hingezogen hat und ich dann sage, ja, okay, dann geh halt, ciao. Sondern das ist dann halt auch eben kontrolliert. Das mag ich dann auch. Ja, ich hatte letztens auch nämlich eine Begegnung, da ist mir, oder uns, ich war mit Monty unterwegs, ist uns ein Hund ganz wütend entgegengerannt. Also richtig wütend. Okay. Und das war so ein Zeitlupen-Moment. Es gibt ja manchmal so Zeitlupen-Momente. Ganz komisch, das war so ein Zeitlupen-Moment. Der ist echt schnell gerannt, aber in dem Moment war es Zeitlupe. Gefühlt. Und ich wusste so, oh, der findet Monty richtig scheiße. Und der zeigt es ihm auch, weil oft, also ich kann es immer nur mit Monty vergleichen, Monty bellt mal an der Leine irgendwie einen unkastrierten Hund an, mittlerweile auch schon viel, viel weniger geworden, sehr, sehr stolz auf Herrn Fluff. Sehr gut. Und bei dem konnte ich es nicht einschätzen tatsächlich, weil der wirklich wütend auf Monty zugerannt ist und nicht so, okay, der stoppt vorher, sondern ich glaube, der wäre auf Monty losgegangen. In dem Moment wusste ich das, sofort Alarmglocken an. Dann habe ich so einen Überlebensinstinkt in dem Moment gehabt. Das war dann, ich habe mich total groß und stark gefühlt. Das war ganz witzig, wie so ein Superheldin. Und dann dachte ich, ja, das ist ja, also ich hatte total viel Zeit nachzudenken noch in dem Moment. Ich dachte, das ist ja die perfekte Gelegenheit jetzt, um Monty auch zu zeigen, hey, ich passe auf dich auf. Mit mir brauchst du keine Sorgen machen, ich stehe vorne. Du gehst bitte nach hinten, habe ich nach hinten geschickt. Und der Hund kam auf mich zu und ich war auch so, geh ab. Und das hat ihn beeindruckt. Er hat auf jeden Fall gestoppt. Ja. Dann kam gleich die Hundehalterin, hat ihn festgemacht. Und dann sind wir auch weiter. Es war dann okay, ich war noch so ein bisschen unter Adrenalin.
hat Monty natürlich abgeschirmt, der ist dann gegangen, dann sind wir einen Schritt weiter und wollte ja dann ein bisschen länger an der Stelle geschnüffeln, dann kam die auch nämlich dann uns entgegen, da hat sie sich nochmal total bei mir entschuldigt und das war voll dann gut. Total gut. Und dann meinte ich auch zu ihr, hey, passt schon, voll lieb, dass du dich entschuldigst, alles gut. Ich meine, ich hätte in dem Moment, ich hätte sie anmutzen können, natürlich, aber nee. Es hätte Moment, auch nichts hat, gebracht. Genau, und es hat ihr auch leid getan. Ja. Das Problem war einfach, dass er halt mit einem kleinen Welpen gespielt hat. Und sie, ich glaube, sie hat ihn auch noch nicht so lange und der war an der Schleppleine und sie hat uns einfach nicht gesehen in dem Moment und dann ist er losgerannt. Das hat ihr total leid getan und ich dachte mir, alles gut, passt schon. So, es ist nichts passiert, wir haben uns nur kurz erschrocken, lieb, dass du dich entschuldigst, alles gut. Haben uns noch kurz unterhalten, dann sind wir auch weiter und dann war das auch in Ordnung. So, ja. Weil klar, also um Gottes Willen, es kann passieren, alles cool, aber es kommt auch an, wie man es am Ende klärt. Ja, wie einfach auch, also ne, um nochmal zu der Anfangssituation zurückzukommen, was du auch gesagt hast, was mich so getriggert hat. Mhm. Weil wenn man das mal zurückblickend sieht, das Ding war, ich war schon von Anfang an angry. Mhm. Also ich habe den schon gesehen und ich weiß nicht, was da los war, aber ich habe dann auch nicht so freundlich gefragt, hey, können Sie Ihren Hund zurückrufen, sondern es war, können Sie Ihren Hund zurückrufen? Mhm. Das war schon so. Also man hat schon gemerkt, dass ich ein bisschen wütend war schon vorher. Und vielleicht wäre die Situation auch anders ausgegangen, wenn ich von vornherein vielleicht ein bisschen freundlicher auch gewesen wäre, weil es war nicht das, was ich gesagt habe. Ich bin ja überhaupt nicht ausfällig oder angriffig geworden, aber es war halt schon so, also ich war schon echt deutlich in dem, was ich gesagt habe. Ne? Schon so, dass man hätte man vielleicht netter sagen können. Vielleicht hätte das was, also was gebracht. Aber bei manchen Menschen auch irgendwie nicht. Ich glaube, dass du es bei denen tatsächlich vom Gefühl her auch hättest freundlich sagen können. Und es wäre denen trotzdem egal gewesen. Ich glaube, das Ding war einfach dadurch, ja, die hatten einfach super negative Energie und es gibt auch manchmal Tage, wo man es nicht wegatmen kann oder aus der Situation herausgeht und voll reinrast in so eine Situation und es nicht verhindern kann, weil man irgendwie nicht wegkommt. Und dann passiert es auch. Und dann, also ich bin... Wir sind da ja ähnlich, wir kommen dann heim und es ist so, boah, es war richtig energiezerrend und also gerade so Argumentation oder so Gespräche, das zerrt einfach extrem an meinen Nerven. Aber irgendwie, egal welche Situation, das Gespräch hatten wir auch schon öfters, auch so Streitgespräche bringen einen weiter. In dem Moment denkt man so, boah, voll unnötig jetzt irgendwie gewesen. Und klar ist es unnötig und es ist schön, irgendwie alles aus der Liebe herauszusehen und man versucht es auch. Trotzdem werden einen immer Menschen triggern. Es wird einfach passieren. Und ist, ja, das ist ja auch das Ding, weil Carsten sagt dann immer in so einer Situation, wenn ich mich über sowas dann aufrege, immer so, ist das eine Situation, wo du in einem Jahr noch drüber nachdenken wirst, ne? Und dann sage ich so, okay, an die Situation werde ich jetzt vielleicht nicht denken. Also das fragt er mich nicht nur, wenn ich mich über Hundebegegnungen aufrege, sondern auch so generell, wenn ich mich mal aufrege, so, ist es das jetzt wert, dass du dich darüber aufregst? Wird das dein Leben beeinflussen? Aber ich finde einfach bei Hundebegegnungen, ich bin mir bewusst, dass ich in solche Situationen immer und immer wieder geraten werde. Ja, ja. Weil es ist ja einfach so, und dass sich viele Leute eben nicht belehren lassen ne? Und nicht genug Verantwortung übernehmen. Oder ja, ich meine, wie gesagt, Fehler passieren ja. Aber ich finde, man kann für sich vielleicht wirklich so ein kleines Konzept erstellen, wie man mit solchen Situationen umgeht, um in der Situation selber einfach souveräner zu reagieren, anstatt jetzt irgendwie die emotionale Schiene zu fahren. Ne? Ja, voll. Weißt du, was ich mir angeeignet habe? Und das hat, also das hat nicht nur mit Hund-Mensch-Begegnung zu tun. Mhm. Irgendwie ist es mir richtig oft schon passiert, dass Leute irgendwie, weiß ich nicht, ob es an der Kasse war, einfach mich getriggert haben, weil sie einfach böse waren und ja, überhaupt nicht bedacht auf andere und das, was sie sagen. Und ich habe mir irgendwie angeeignet, dann freundlich zu reagieren, einfach um denen den Wind aus den Segeln zu nehmen, weil damit können die gar nicht umgehen. Mhm. Die wollen eigentlich, dass du mit argumentierst, weil sie einen scheiß Tag haben, das irgendwie rauskriegen wollen. Wenn du dann aber nett bist, dann ist es so, huch, warte mal kurz. Okay, dann können sie nicht mehr drauf reagieren. Mhm. Wenn du einfach so, hey, also einfach drauf reagieren, manchmal zum Beispiel, mich hat mal, ich weiß gar nicht mehr, was da war, mich hat mal irgendjemand blöd angemacht, ich glaube, es war im Auto oder so. Ich meine so, ich hoffe, du hast jetzt noch einen weiteren schönen Tag. Also einfach so ein bisschen so, hey, ich hoffe, du hast trotzdem noch einen schönen Tag, trotz dieser Begegnung jetzt. Einfach so ein bisschen so den Wind aus den Segeln nehmen. Und das ist richtig witzig. Wenn du dann nämlich die Reaktion von den Menschen dann siehst, dann ist es so, oh, huch. Und dann denken die nämlich eher drüber nach, als wenn man nach vorne geht. Ja, das stimmt. Ich kann mich auch noch an die Situation erinnern, da haben wir uns
glaube ich, auch zum Podcast aufnehmen getroffen oder so. Da kamst du auch richtig glücklich vom Einkaufen oder irgendwas war. Und dann hast du auch von der Situation erzählt, wo die Kassiererin dich auch irgendwie angeflaumt hat. Die war unfreundlich. Und dann dachtest du, nee, ich reagiere da jetzt nicht doof drauf. Die Post war das. Ach, die Post war das. Stimmt, ja, stimmt. Ja. Das war kein Kassierer, das war die Post. Wo du dann auch gesagt hast, nee, du bleibst jetzt mal nett. Ja. Und auch wenn sie dich jetzt vielleicht irgendwie ankackt oder unfreundlich zu dir ist, reagierst du trotzdem anders darauf. Ja. Und dann war sie auf einmal auch voll nett zu dir. Und das hat mir so viel gegeben in dem Moment, weil, also mittlerweile bin ich an so einem Punkt, da bin ich auch echt stolz auf mich, dass ich mich nicht triggern lasse von so Situationen, sondern, also klar triggert es mich kurz, aber dass ich in dem Moment nachdenken kann, dass ich wirklich denke, okay, du hast zwei Wege. Du reagierst jetzt so und sagst ihr, wie scheiße das ist, wie sie gerade zu dir ist, weil das ist dieses Thema Ungerechtigkeit, das triggert mich einfach. Ungerechtigkeit bei anderen Menschen, Tieren, man selbst so. Und oder du bist jetzt richtig nett und dann guck mal, was passiert. Und dann dachte, habe ich mich in dem Moment halt für den anderen Weg entschieden, weil es ist einfach immer, also mir tut das viel, ja, es tut mir einfach gut, aus der Liebe heraus zu reagieren. Und das habe ich in dem Moment gemacht und war so, sie hat mich nämlich angepflaumt, weil ich das Paketband blöd dran gemacht habe. Das war alles blöd. Tata. Die ist ein bisschen unfreundlich. Also die Post ist nicht so nett bei uns. Ich hoffe, du hast daraus gelernt, das Paketband jetzt andersrum zu machen. Die hat mich richtig fertig gemacht, hat die mich, ne? Ja. Ja, genau. Und dann habe ich halt gemeint, ah, das war wirklich jetzt ein bisschen blöd, es tut mir total leid. Ich wusste das nicht, dass das Paketband, dass ich es nicht da dran machen kann, weil dann der Kleber nicht hält. Es tut mir total leid. Sorry, dass ich es jetzt nochmal abmachen müssen. Ich hoffe, das passt. Und dann wurde sie plötzlich total nett und war dann so, ach naja, mir ist es ja auch schon mal passiert. Und dann dachte ich, oh, interessant. Ja. Weil davor hat sie einen ganz anderen Ton angeschlagen. Davor hat sie mich richtig angemutzt, als wäre ich blöd. Als wäre ich wirklich blöd, dieses Paketband dran zu machen. Und dann wurde sie total nett, war total blöd von mir. Seitdem mit Paketband, bevor ich zur Post gehe, denke ich so, oh Gott. Wirklich? So einmal durchatmen, hoffentlich werde ich heute nicht wieder angemotzt bei der Post. Die sind wirklich richtig streng bei unserer Post hier in Pankow. Oder du machst so ein Fake-Paket und wenn du sie siehst an der Kasse, dann gibst du erst das Paket, wo du es wieder einfach richtig verkackt dran hast. Ja, genau. Und gibst dir das so rüber und denkst, oh, ich habe nichts draus gelernt. Und dann war nur ein Spaß. Und dann holst du so das perfektes Paket dann am Ende. Ja, richtig lustig, aber ich sag's dir wirklich, das hat mir richtig viel gegeben in dem Moment. Und ich war total stolz auf mich, ich war stolz auf sie, ich war auf diese ganze Situation total stolz und dachte mir, voll schön, wie wir das jetzt geschafft haben und was für eine Richtung das jetzt ging. Toll. Ja, und ich finde, das ist so eine richtige, ja, so Stellvertretersituation halt auch für Hundebegegnungen, wo man selber vielleicht auch nicht richtig reagiert hat, weil der Hund hingerannt ist oder wo der andere Hundehalter dich auch anfährt und du einfach nur nett sagen kannst, hey Mensch, das tut mir total doll leid, wir üben noch den Rückruf oder was weiß ich. Und ich glaube, dann reagiert die andere Person schon ein bisschen besänftigter. Ja, so gegenseitigen Respekt einfach zeigen für jegliche Situation. Du weißt nicht, was die Person gerade durchmacht, du weißt nicht, in was für einer Situation Hund und Mensch gerade stecken, ob der Hund gerade neu angekommen ist bei der Person, ob die in der Eingewöhnungszeit sind. Eigentlich weißt du nichts aus dieser Momentaufnahme. Und dann einfach so gegenseitigen Respekt in dem Moment zeigen, finde ich total schön. Und ich finde, das ist was man einfach generell viel öfter machen sollte. Ja, und ich finde auch, also jetzt gar nicht auf andere Hundemenschen bezogen, aber wenn du zum Beispiel mit Monty spazieren gehst oder wir sind mit Nala unterwegs und da kommt ein Fahrradfahrer oder ein Jogger oder eine Frau mit Kinderwagen oder so, man geht halt zur Seite, ne, um die passieren zu lassen, man setzt den Hund ab oder so, dadurch sieht man dem anderen auch schon so, hey, ich habe dich gesehen, wir lassen dich kurz vorbei, weil du weißt ja auch nicht, hat der vielleicht Angst vor anderen Hunden, ne, hat der Respekt, auch kleine Kinder, ne, und ich finde es so schön, wie oft andere Menschen sich dafür bedanken. Ich weiß. Es gibt eben auch voll viel. Ne? Und dann freue ich mich immer richtig und bin so richtig stolz auf uns und auch auf die anderen, dass die das wirklich zu schätzen wissen. Weil ich glaube, es sollte eigentlich normal sein, aber es ist ja trotzdem nicht die Regel, dass man so respektvoll einfach auch mit seinen Mitmenschen umgeht, sage ich jetzt mal. Aber ich erlebe das immer wieder. Ich habe letztens auch beim Dogwalken einen Mann mit Hund getroffen und der hatte mich auch angesprochen. Der kannte halt einen meiner Dogwalking-Hunde aus dem privaten Umfeld und ich wusste das halt nicht. Mhm. Aber er hat halt gesagt, ja Mensch, das ist doch der und der, wir kennen uns, können wir zu euch kommen? Und dann war ich halt auch so, hey, ja, gerne. Und mit dem habe ich mich dann auch ganz lange unterhalten
Und der hat auch gesagt, und das fand ich auch so schön, weil ich bin ja nicht die einzige Dogwalkerin, die da in dem Gebiet läuft, wo ich immer bin, sondern auch noch andere Dogwalker. Und er hat gesagt, dass man bei uns Dogwalkern richtig sieht, wie wir halt auch einfach Rücksicht auf andere Menschen nehmen. Ne? Mhm. Also er hat gesagt, als Hundehalter merkt er schon, wenn da ein anderer Dogwalker ist und der Dogwalker sieht den Menschen, dann sehen die halt, okay, die rufen den Hund zurück, machen einen großen Bogen oder verlassen den Ort. Und das fand ich richtig schön, dass das andere Leute auch mitkriegen, ja. Wie viel Rücksicht wir halt einfach auf andere Menschen nehmen. Ja, ne? Ja. Guck mal, was die Welt für ein schöner Ort wäre, wenn alle irgendwie gegenseitige Rücksicht und Respekt irgendwie nehmen würden und sich viel mehr versuchen, auch irgendwie die andere Person reinzuversetzen, viel mehr Empathie zeigen würden. Dann wäre die Welt ein viel besserer Ort. Ja, das stimmt. Ja, würde ich mir wünschen. Ja, wünscht man sich immer, aber ne, wie schon gesagt, wir werden so eine Begegnungen immer wieder haben. Genau. Und ich glaube, dass man einfach, ja, so wie du einfach lernen musst, damit umzugehen und einfach mal anders drauf zu reagieren, wie sonst vielleicht immer. Also, ja. Ja, schön. Ja. Hoffen wir mal, dass wir in der nächsten Zeit keine triggernden Hundebegegnungen haben werden. Und wenn ja, dass wir es auf jeden Fall vielleicht so klären werden, dass die andere Person was lernt, aber im Sinne von, ja, dass sie vielleicht nochmal irgendwie drüber nachdenkt und vielleicht dann beim nächsten Mal irgendwie netter reagiert. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Ja. War eine richtig schöne Folge wieder mit dir, Franzi. Ja, war richtig schön. Mhm. Ich habe eigentlich noch eine andere Geschichte gehabt. Nee. Möchtest du noch eine erzählen? Nee, möchte ich könnte erzählen. Auch noch ein paar erzählen. Ja, ich weiß, aber ich glaube, was mich viel mehr interessieren würde, wäre vielleicht, wie unsere Zuhörer oder unsere Zuschauer, wie die vielleicht irgendwie auch mit solchen Situationen umgehen, weil ich glaube, jeder Hundemensch hatte schon so eine Situation. Ja. Ob die vielleicht noch so, weiß ich nicht, Ideen oder Anregungen haben, wie man mit solchen Situationen umgeht. Ob sie vielleicht auch schon richtig blöde Hundebegegnungen hatten, wo sie selber vielleicht auch richtig wütend geworden sind oder ob sie einfach total gelassen in solchen Situationen sind. Also, genau, ja, schreibt es unbedingt mal. Schreibt es uns gerne. Mega spannend. Richtig spannend. Tipps und Tricks immer her damit. Ja, und dann können wir ja vielleicht auch nochmal, weiß ich nicht, auf Facebook. Facebook? Auf Facebook sind wir gar nicht. Sind wir gar nicht. Nee. Was ist denn da los? Das sollten wir mal. Ja. Facebook kommt mir irgendwie. Ich sag auch in letzter Zeit ganz auf Facebook anstatt Instagram. Ja, vielleicht erlebt Facebook eine Reunion. Meinst weiß du? Ich nicht. Ja. Für mich ist Facebook irgendwie nur noch für Tierschutzzeiten da. Wenn ich auf Facebook gehe, Tierschutz. Ich weiß gar nicht, was ich auf Facebook mache. Ich gehe da rein, dann scroll ich dreimal, merke, da ist nichts, dann gehe ich wieder raus. Ich gucke mir da keine Storys an. Ich bin da zwar in 30 Millionen Hundegruppen, aber lesen tue ich es auch nicht. Ich nutze es voll oft, wenn ich irgendwie einen Vogel oder sowas filme, weil da gibt es so Wildtier. Ein Vogel? Ja, Wildtierrettungsstation. Ach so, ja, wenn du. Dann schreibt man so rein oder manchmal liest man da so. Ist ja auch sinnvoll, sehr sinnvoll. Na gut. Okay. Ich meine, schreibt uns gerne auf Instagram. Genau, ja, perfekt. Genau, oder wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr uns auch sehr gerne fünf Sterne. Oder uns abonnieren auf YouTube oder auf Instagram. Genau, und auch gerne teilen, wenn ihr uns hört. Ja. Genau. Dann freuen wir uns auf die nächste Folge und wünschen euch noch eine gute Zeit. Bis dann. Bis dann.